Hallo Frau Matze, also wir haben uns ja heute hier auf der Yoga Expo kennengelernt, am Miss Yoga Expo Stand. Sie sehen auch ganz bezaubernd aus, muss ich sagen. Meine Frage an Sie wäre jetzt, was hat Sie zu Messi getrieben? Wie weit kennen Sie sich zum Beispiel mit Thema Ayurveda aus? Ja, also Ayurveda ist für mich noch neu, aber ich bin, also ich habe eine Yoga-Lehrer-Ausbildung hinter mir, eine einjährige. Da habe ich auch ein bisschen Ayurveda natürlich kennengelernt. Aber eigentlich Ayurveda, also ich habe vor einem Jahr einen Gutschein geschenkt bekommen von meiner Familie für eine ayurvedische Ganzkörpermassage hier in München in der Kurfürstenstraße bei Santulan Ayurveda. Und habe ich dann auch zweimal schon gemacht, diese Massage, und die hat mir sehr, sehr gut getan. Und ja, einfach zur Entspannung und zur Entschlackung, Stress abbauen und so weiter. Das hat mir sehr gut getan. Also würde ich gerne noch weiter kennenlernen. Und wie lange hält dann so eine Massage an, also der Effekt daraus? Also am Tag selber soll man ja nicht mehr so viel machen, also sich dann nicht ins Gewühl wieder stürzen oder so, sondern man soll möglichst ruhig bleiben. Und ich muss sagen, dieser Effekt hat lange angedauert. Also ich kann da schon ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen davon zehren. Mhm. Ja, das ist ja doch. Okay. Und Sie sind Yoga-Lehrerin? Ich habe eine einjährige Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, ja, aber ich praktiziere noch nicht. Also ich bin am Anfang. Also ich unterrichte noch nicht. Praktizieren natürlich, aber ich gebe noch keinen Unterricht. Weil und welche Yoga-Übung oder Disziplin machen Sie? Also ich habe Hatha-Yoga gelernt und fühle mich da ganz wohl. Also im Yoga-Institut in München. Okay. Ja, dann auf jeden Fall danke fürs Interview und dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Aufenthalt auf der Yoga-Messe. Ach, ganz kurz noch eine Frage. Wie finden Sie denn die Idee, so eine Yoga- und Ayurveda-Messe zu initiieren? Das ist ja die erste jetzt. Finde ich sehr gut. Also ich habe davon gelesen, erst vor kurzem, und bin natürlich begeistert, dass das jetzt auch so kurzfristig ist. Konnte ich gut einplanen, auf alle Fälle super. Und was würden Sie jetzt den Zuschauern noch so mitgeben, wenn Sie noch was sagen wollen? Ja, auf alle Fälle, auch wenn man nicht Yoga interessiert ist oder noch nicht oder einfach nur damit anfangen will, es ist, denke ich, für jeden hier was dabei, auch wenn man noch nicht Yoga macht. Also es ist auf alle Fälle gut. Ja, super, dann danke und schönen Nachmittag. Danke Ihnen auch. Also liebe Zuschauer, ich habe jetzt hier eine ganz besondere Spezialität oder ein Highlight entdeckt auf der Messe. Und zwar auch wieder beim Fotoshooting vorhin. Und zwar haben wir hier die wunderschöne Dame aus Indien. So, hello, nice to meet you. Hallo, namaste. Namaste, it's a very great pleasure to see you here. And what's your name? You told me your name and your name is very amazing, specific, yes. Yeah, my name is Krishna Mani. Krishna Mani? Yeah, Krishna means it's Lord Krishna, God Krishna. Yes. And Mani means it's a pearl. A pearl. Yeah. So we found the pearl here at the... Krishna is itself a pearl. Krishna is itself a pearl. Wow. And combining both, Krishna Mani is my name. Wow, that's amazing. Thank you. So, and why are you here in Munich to the Yoga and Ayurveda Expo? Yeah, for Yoga Expo. Only I came here for yoga. For yoga? Ayurveda. Mm-hmm. To see the people here and to enjoy the life of yoga. Mm-hmm. Yeah, because my husband is very much interested in yoga, so I joined him. So I am also getting interested in this. Ah, you're getting interested in. Course, you're yoga. Not a profi in yoga or a profi teacher. No. Ah, okay, because I thought, okay, she's from India and she must have the knowledge of Ayurveda and yoga in her veins. Yeah. Ah, but you're getting into this. Yeah, I'm getting into because it's very interesting. Mm-hmm. It relaxes mind. It makes our body calm and energetic. Uh-huh. Yeah, and moreover, it makes me relax totally mentally, physically. It makes me relax. Okay. Yeah. So you have a very beautiful... appearance, thank you. Yes, yeah. Your aura, because I saw it in the shooting before. Okay. And you're really the queen here of thank this you Munich Yoga Expo. Right. So you came here
to see this explore. I came with my husband to see this explore only. To see it? Yeah. So you my traveled extra here to Munich? No, actually we are in Munich only. Ah, you live in Munich? Yeah. Ah, okay. Okay, so we came here to see what is going on here. Especially for me, because my husband knows. But this is the first time I came here to see what the people are and what are going here. So it's amazing to see people around here. Okay. So it's very nice. Okay. And what do you do in Munich? Since when are you here in Munich? 1 week back. 1 week back. Okay, you don't live here in Munich? No. Okay, because I understood you live here. Because in Germany I came 1 week back only. Aha, okay. 1 week regularly? 1 week back. Okay. Yeah. So your first time here in Germany, I'm in Munich? I'm first time in Germany. And why Munich? Munich because my husband stays here. Ah, he stays here. Ah, okay. And he's also from India or is he? Oh, okay. What does he do here in Germany? He's in an engineer. An engineer. Yeah. Okay. So you came here to visit your husband and to see the expo. Okay. Yeah. Very good that the time fits. Yeah. Yeah. Okay. And what do you do in India? In India, I was a teacher. Mm-hmm. After marriage, I left the job and came here. Mm-hmm. Okay. And how old are you? When I'm allowed to ask. Normally, women, you don't ask, but you don't have to tell them. Tell them just me. Can you guess my age? I think you're very young. Yeah, how much? About... it's hard to say, but about 25, round about that a little bit. Okay, you laugh. I think you're wrong because I'm 28. 28? Yeah. Okay. So but you look younger then because you were laughing and I thought, okay, she can't be so young as you think. So I said 25, but originally I was thinking you're 20 or something like that. Okay. And do you practice Ayurveda? Not exactly, but I'm trying to practice it. Uh-huh. Because I have interest in Ayurveda plus yoga because it's totally different world. Ayurveda is totally different. It gives peace, calm, relaxation. In Ayurveda, we have different massages, Thai massage. A little bit I know about Thai massage because I usually do to my husband. Mm-hmm. But good for him. Yeah. He's very happy. As a profession, that. I don't do. Mm-hmm. But I want to learn it. I want to know more about Ayurveda. Mm-hmm. It's very nice because in India, it's in the large essence. It has large essence. Mm-hmm. Ayurveda has... people are attracting towards Ayurveda because it gives pleasure to mind, relaxation to body. Mm-hmm. It's totally... It's a complete package of... complete package of relaxation. Mm-hmm. Completeness. And good for your health. Yeah, so the body, mind and soul is really one thing. Yeah, body, you can't mind and soul are totally separate becomes that. One. Uh-huh. And totally gets calm, peace, relaxation and everlasting beauty. Everlasting beauty, yeah. Okay. Because Ayurveda makes younger. Younger. You get younger and younger by the intoxication gets rid of the body. Especially younger by thoughts also, by body also, and by soul also. We become young. Feel good, and it's very lovely to have. Do you know some Ayurvedic treatments? Because I know there's a treatment on the foot. Yeah. Because I'm a Pitta guy, I learned, and there's a therapy you can make a foot therapy with the Schale. I don't know the word in English. No. When you can and you give ghee on your feet, and then it takes out the Pitta, what is too much in your body. Do you know about that not exactly. Therapies? Okay. But are you interested in getting of course I'm interested. Educated in that? Or I'm interested to learn it, to know about more. I'm trying to get into this. So then I have a recommendation for you because Santulan is in India the biggest Santulan has the biggest clinic in India, and they also educate Ayurveda therapists. And if you're interested, because they are sitting in India, and Santulan in Germany is one of the subsidiaries. But the knowledge is traditionally from India. If you're interested, go there and have a talk or some questions. Okay, we can cut. Okay. It's
here around the corner. Okay, I'll see. 42. Definitely, I'll see. Yeah. Okay. So, thank you very much for very much. The interview. I enjoyed it very much. I too enjoyed it very much because you included me in this part of as a part of this program. Mm-hmm. So I love it. I loved it. Okay. And thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you. So, ja, also meine Lieben, die Yoga Expo und Santolan, also wir sozusagen, haben eine ganz tolle Idee gehabt für die Messe. Und zwar hatten wir jetzt die Miss Yoga Wahl initiiert. Sieht folgendermaßen aus. Also Miss Wahl zur Miss Yoga Expo, und zwar mit Fotoshooting, mit, also Gratis-Shooting mit dem Promi-Fotografen Ricardo Desiderio, also ein Künstler hinter seiner Kamera. Und ja, da haben wir uns gedacht, dass wir uns die Messebesucherinnen einfach ablichten lassen, eine schöne Galerie machen und dann unsere Königin der Yoga-Messe wählen. So, das ist dann quasi Ricardo. Warte mal, ich muss jetzt schnell zu dir rüberkommen. Bin schon da. Entschuldigung. Oh, eine schöne Miss Yoga und die Tochter, auch schön. So, also hier sind ganz, ganz viele Frauen, wunderschöne Frauen. Und jetzt sind wir hier beim Maestro della Fotografia. Ricardo, ich habe ja ein Mikro, nimm deins. Ja, soll ich mich selber. Also, warum machen wir jetzt diese ganze Sache hier eigentlich? Wir suchen Miss Ayurveda. Miss Ayurveda, das ist sehr gut, weil Ayurveda ist ja übergeordnet. Also, da streiten sich ja manche Geister, aber Yoga ist ja ein Teil davon. Woher weißt du das? Ja. Hast du heute schon was dazugelernt auf der Yoga-Messe und Ayurveda? Ich bin dazu. Mhm. Machst du nicht selber Yoga? Nee, schau nicht so aus, glaube ich. Du machst einen Buddha? Normalerweise, genau, oder? Okay. Ja. Ja, Ricardo, wie war denn jetzt deine Erfahrung mit den Damen heute? Was ist heute passiert angenehm den ganzen überrascht. Tag? Sehr angenehm überrascht. Und, ja. Ja, aber ich bin schon noch da. Also weiter. Sehr überrascht? Sehr angenehm überrascht. Ja, aber du schaust mich an. Aber dann musst du hier sein. Genau. Nimm mich, Baby. Also, ja, weiter. Also, sehr angenehm überrascht. Sehr viele, wo die mitmachen. Wir sind bei der Nummer über 84, sehen wir. Wow, und das an einem Tag? Ein halber Tag nebenbei. Im halben Tag, oh Gott. Und morgen wird genauso werden. Ich glaube nicht, dass morgen ist genau das Gleiche. Ja, morgen ist das Gleiche. Und wahnsinnig viele tolle Damen. Gerade steht einer hinter dir. Ah ja, darf ich sie mal zu uns bitten? Mach nichts. Ja, aber sie sieht jetzt schon blendend aus. Also meine Lieben, ja, wie finden Sie die Idee jetzt hier auf der Yoga Expo? Ja. Sehr gut, fantastisch. Hätten Sie sonst mal irgendwie so ein Profi-Shooting mal gemacht? Habe ich noch nie gemacht, nee. Ja, dann wurde es aber dann wurde es ja mal Zeit, weil so eine bildschöne Frau wie Sie. Oh. Und warum sind Sie so schön? Was ist Produkte denn? Verwenden. Wir haben hier nur dieses machen. Produkt. Weil ich Yoga mache. Sie machen Yoga. Yoga. Oh, dann, 100 Punkte. Ja, eben. Ja, aber Sie machen wirklich Yoga, oder? Yoga, ja. Mhm. Ah, ja. Und das ist klasse. Das ist ja schon, glaube ich, das sehr, sehr anspruchsvolle Yoga, oder? Dieses schon, akrobatische? Ja, naja, akrobatisch nicht. Aber können Sie mal eine Übung machen? Oh, bitte. Ich habe die falschen Schuhe. Ja, Schuhe ausziehen, Übung machen. Auf geht's. Ich mach den Übung. Bund. Ja, okay, super. Jetzt haben wir auch noch, ja, hier eine Yoga-Übung. Da, 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 da. So. Ja, schön. Aber ich glaube, für Yoga braucht man ein bisschen mehr Ruhe, oder? Normalerweise braucht man für Yoga mehr Ruhe, weil hier ist jetzt viel los. Ja. Mhm. Machen Sie auch Kopfstand und so? So Schulterstand, Kopfstand und. Mhm. Aber können Sie dann eine Übung schnell zeigen? Also wenn Sie schon oder das bringt nichts, oder? Weil da braucht man. Wow, das hat schon was Tolles. Jetzt, das hat schon was. Wow, schön. Okay. Ja, vielen Dank für die Vorführung. Weil ich glaube, es ist natürlich in so einem Rahmen ein bisschen schwierig, sich da zu sammeln. Und ernähren Sie sich auch ayurvedisch? Ja, ich habe angefangen mit Yoga seit September. Mhm. Und habe dann doch angefangen, mich ayurvedisch zu ernähren. Mhm. Sattwisch, also ist Verzicht auf ein paar Dinge, aber man kann das ganz gut eigentlich umstellen. Mhm. Kann man sie in den Alltag einbauen, oder? Ja, gut, gut. Also man muss eben ein bisschen mehr kochen, ein bisschen weniger Brot und Hefen weniger und
kann man schlecht so, also es ist sehr frisch, ist das alles. Mhm. Okay. Und gesund und ja, das ist doch schön. Vegetarisch auch. Ja, aber, ja, aber man sieht es, wie die Menschen dann strahlen plötzlich. Also man sieht es auch bei ihnen, also die Haut ist toll, die Augen strahlen, überhaupt die ganze Ausstrahlung ist eine ganz andere, als glaube ich, wenn man eine andere Lebensphilosophie lebt, nette oder? Nette Menschen auch, das ja, ist okay. Also gute Umgebung. Ja, super. Okay, ja, dann weiterhin viel Spaß noch, ja? Oh, da sitzt schon die nächste schöne, grazie. Die Kamera können wir nicht irgendwie mitnehmen, oder? Weil hier sind wunderschöne Yoga und Ayurveda. Du kannst ganz nah ranzoomen. Okay, weil dann hätte ich nämlich ganz gerne diese Dame noch schnell interviewt. Entschuldigen Sie, darf ich Sie ganz kurz zum Interview bitten? Ja. Es wird aber live im Internet ausgestrahlt. Kommen Sie mit? So, also ich bin, ich habe ein Mikro, das ist Ihr Mikro. Also mein Name ist Alexandra Keller, ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Hallo. Wie ist Ihr Name? Ich bin Barbara, hallo. Okay, hier können Sie auch die Zuschauer grüßen. Hallo an alle. Und warum sind Sie heute hier auf der Messe? Wie haben Sie davon erfahren? Ich habe im Internet gesehen und ich finde einfach ganz interessant. Ich finde das Thema schön und bin gerne hier gekommen. Mhm. Sie praktizieren Yoga? Ab und zu. Okay, also noch nicht so regelmäßig, und aber auf jeden Fall praktizieren Sie es. Okay, meine Frage an Sie, seit wann praktizieren Sie es? Ein Jahr ungefähr. Mhm. Haben Sie schon eine Veränderung an sich gespürt? Ja, sehr. Ich fühle mich einfach viel besser. Viel, viel besser. Okay, Sie sehen auch wirklich fantastisch aus. Ich bin zufriedener und ausgeglichener. Ich finde Yoga einfach super. Ich kann nur empfehlen. Ach, das ist ja klasse. Und wo leben Sie? In München. Und wo gehen Sie ins Yoga? Eine Freundin von mir hat eine Yogaschule. Kann ich aber den Namen nicht sagen. Warum nicht? Darf man Namen sagen? Welche Yogaschule das ist? Das ist freies Fernsehen. Yoga Loft, Körper und Geist in Schwabing. Aha. Ja, das sie ist der Gabi, meine Freundin. Und sie ist meine Yogalehrerin. Ah, das ist ja toll. Ja, ja, auf jeden Fall. Wünschen wir jetzt natürlich viel Spaß beim Shooting. Danke. Wir sehen hier schon, hier ist eine Aura. Das ist wirklich toll, dass wir das auf dieser Messe hier machen dürfen. Ist also super. Ganz viel Spaß und auf jeden Fall toi 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 für den Hauptpreis. Vielen Dank. Ist denn der Hauptpreis? Keine Ahnung. Sie kennen den Hauptpreis noch nicht. Was ist der Hauptpreis? Ein Kurwochenende in Saltoland Kurzentrum Heilbronn im Wert von 750 Euro. Ja, genau, sehr richtig. Ja, vielen Dank. Also, danke schön und dann viel Spaß. Ciao, gell? Ja, ihr kennt euch schon. Ja, ja, wir. Gut, ich gehe jetzt wieder. Arrivederci. So, okay. Ach, dürfte ich Sie auch zum Interview bitten? Haben Sie auch Zeit für ein Interview, dass Sie mir ein paar Fragen beantworten? Kommen Sie dann mit mir? Die Nummer steht drauf, gell? Ja, genau. Ja, ich stehe gleich hier bei dem Kameramann, ja? So, wollen wir die Dame auch schnell fragen? Hallo, darf ich Sie kurz stören? Wie finden Sie denn die Messe? Sie sind hier am Arbeiten, ne? Ich räume die Tische leer, weiß nicht. Sie räumen die Tische leer? Super. Ja, und was können Sie über das Essen sagen hier? Ach, vorzüglich. Haben Sie schon gegessen? Ja, eine Ja, das ist doch gut. Okay, und die Dame da hinten? Leider wandert viel von diesem fantastischen Essen im Müll bei mir in den Säcken. Ach, sehen Sie, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Das ist ein wichtiger Punkt, dass die Menschen so viel Essen wegschmeißen, wo andere Menschen hungern. Ja, okay. Wo ist jetzt die Dame? Na, du wolltest ja um 4 gehen. Ja, es geht bis 22 Uhr. So, fantastisch. Da holen Sie sich da mal eine Karte von Cheat TV und das ist im Internet, es ist jetzt live und man kann sich das dann auch quasi im On-Demand-Bereich anschauen, in dem Channel. Ja, aber ein paar bunte will ich schon haben. Ricardo. So, jetzt darf ich. Ach, wieso nicht? Ja, Sekunde mal. Sunny? Hi. Du, bitte mal den Flo, dass er die Internetseite miss-yogaexpo.com verbindet mit Cheat TV, weil ich bin jetzt gerade mit Cheat TV hier unterwegs und das wird live im Internet ausgestrahlt und man kann sich das dann auch im On-Demand-Bereich angucken, im Yoga-Expo-Channel. Ja, und der Flo soll dann einfach unsere Miss
yogaexpo.com-Seite damit verbinden. Es ist jetzt live. Ja, also okay, doch erstmal, wer bist du? Also, ich bin jetzt die Dame, mit der der junge Herr sich unterhält. Also, ich bin die Alex, Alexandra Keller von der Firma Santolan und früher mal Internet-TV. Ja, wow. Ich habe schon ein paar Mal geübt, ja. Und was machst du auf der Messe hier? Ja, also, es ist so, dass Santolan hier als Aussteller ist im Bereich Ayurveda und Yoga auch. Ja, aber Santolan ja, ist halt hauptsächlich jetzt im Ernährungsbereich tätig. Und wir sind Aussteller hier. Und ich habe Riccardo, also unseren prominenten italienischen Fotografen, kennengelernt. 2005, da gab es von RTL exklusiv ein Fotoshooting, in dem der Pirelli-Kalender, also dieser hochexklusive, in limitierter Auflage, der Pirelli-Kalender nachfotografiert werden sollte mit Frauen von der Straße. Und ja, da rief mich meine Freundin, die Visagistin, bei ihm auf dem Projekt war, an, ob ich Zeit hätte, weil sie keine dunkelhaarige im Internet auf der Straße gefunden hätten, die mitmacht. Da musste ich dann Urlaub nehmen und dann dahin fahren und dachte mir, oh, eigentlich bist du nur total genervt jetzt und frustriert. Und dann waren die Bilder aber wirklich toll. Also die Bilder der Mädels von der Straße dann, also Straße und die anderen halt, die wirklich von der Straße waren, die waren teilweise wirklich besser als die Originale. Und dann habe ich eben gesehen, was in den Mädels passiert ist, ja, wenn sie dann hochprofessionell abgelichtet werden und mit einem Fotografen zusammenarbeiten, der so diese Weiblichkeit in ihnen rausholt. Ja, und da habe ich mal gesagt, Riccardo, wenn sich irgendwo was ergibt, dann lass uns das machen, weil ich möchte gerne viele Frauen damit erreichen, dass sie einfach ein bisschen selbstbewusster werden, weil das ist auf der Messe mir heute schon aufgefallen, dass eben viele Frauen sagen so, ah nee, und das machen lieber die Jüngeren oder ah nee, ich bin nicht fotogen. Ja. Und dann habe ich die aber überredet und gebeten und gebittelt und gebeten, dann haben sie sich shooten lassen und waren dann tatsächlich sehr, sehr dankbar dafür, erstens mal ein tolles Foto zu haben. Und ja, die Fotos werden dann auch online gestellt bei www.miss-yogaexpo.com und daraus wählen wir dann die drei attraktivsten Bilder, also die interessantesten Bilder. Ja, das kann jetzt die 60-Jährige sein, die halt irgendwie Yoga betreibt oder auch nicht Yoga betreibt, das kann jetzt irgendwie die 18-Jährige sein, die kann groß und dick und dünn und weiß ich nicht, alles sein, querbeet. Und da wählen wir die drei interessantesten aus und dann verlosen wir eben attraktive Preise, also wie zum Beispiel ein Kurwochenende im Santolan-Zentrum in Heilbronn oder eben ein Fotoshooting-Gutschein, ja, weil das kann man immer mal brauchen für eine Hochzeit oder irgendwas, oder mal selber eine Setcard zu machen, schöne Fotos von sich zu haben, ja, weil man wird ja auch nicht jünger und man ja, hat gerne mal Erinnerungen auch zu Hause. Und der dritte Preis ist dann von Yoga Aktuell, ein Jahresabo. Und was ich ganz, ganz toll fand, war, dass eben ich Sponsoren gefunden habe, die das auch sofort mit ohne Wimpernzucken unterstützt haben. Und zwar ist es dann eben die Yoga Aktuell und auch das Ayurveda-Portal. Ja, die fanden die Idee sofort gut, wussten eigentlich relativ wenig drüber, weil es in einer Nachtaktion entstand. Und die haben dann sich bereit erklärt, das mit zu unterstützen. Und ja, mit dem Yoga Aktuell werden wir mal gucken. Wenn da attraktive, interessante Gesichter dabei sind, kann man da auch ein Coverbild mal platzieren oder vielleicht so eine Titelstory zur Yoga Expo. Wird sich dann zeigen, was sich daraus ergibt. Ja. Alles, was du machst und mir erzählt hast, hat es schon mit innerer Ausdruck, mit Schönheit, auch Weiblichkeit zu tun. Mhm. Und du hast dich entschieden, das für dich zu leben. Ja, war absolut. War das einfach oder bist du, kann das jeder machen? Wie hast du es geschafft, dieses Totales bei dir zu bleiben? Ist es plötzlich passiert oder ist es selbstverständlich für dich? Oder was sagst du unseren Zuschauern? Also es war eine Entwicklung. Also ich sag mal, bei mir hatte das damals mit dem Shooting begonnen. Ja? Aber wenn man niemanden hat, der einen an die Hand nimmt, das ist ein bisschen schwierig, weil die Motivation ist da. Man hat auch Momente, wo man eine meditative CD hört. Man hat auch Momente, wo man ein tolles Buch liest. Nur die Einflüsse der Außenfaktoren, beruflicher Natur, familiärer Natur, dann Meinungen anderer Personen, die dir eigentlich auferlegen, wie du zu leben hast, ja, weil ja, man das reagiert, und das nicht macht. Es ist schwierig, sich dagegen zu wehren. Ja. Du hast es gemacht. Ich habe es gemacht, ich habe mich dann auch führen lassen. Und bei mir war es jetzt so, dass ich halt ja, durch eine zufällige Begegnung eigentlich auf ja, Partner in meinem Leben gestoßen bin, also da, wo ich jetzt tätig bin, ja, die mir halt das Ayurveda näher bringen.
und durch die ich dann auch Yoga lernen werde und Zugang dazu finde und die mich einfach ein bisschen an die Hand nehmen. Ja? Und ich weiß auch jetzt, dass eben viele Punkte, wo ich mich nicht konzentrieren konnte, nicht fokussieren konnte, abgelenkt war von meiner inneren Mitte, ja? Dass man das mit ganz einfachen Möglichkeiten in den Griff bekommt. Ja, einfach durch die Ernährung. Ja, aber die anderen, und Yoga. Okay, die anderen sind immer ein Spiegel, aber du bist ja deine Liebe treu geblieben. Meine Frage ist... Ich aber nicht. Ich war lange Zeit mir selbst nicht treu. Ich war lange Zeit absolut neben mir gestanden und war nicht die Person, die ich eigentlich im Inneren bin. Das heißt, eine Begleitung, ja, aber es war deine Entscheidung, dich begleiten zu lassen und wieder zu verbinden. Ja, das wohl. Ja, weil ich einfach gesehen habe, dass es so nicht mehr weitergeht. Ist es einfach oder schwierig? Nee, ein Veränderungsprozess kann schwierig sein. Bei mir war er schwierig. Ja, aber bei anderen Leuten kann es ganz einfach gehen. Aber ich sag mal, wenn du wirklich vom tiefsten Nullpunkt aus dich bis nach oben arbeiten willst, dann geht es nicht einfach so, mir nix, dir nix. Weil dann ist man nicht konsequent genug, um das wirklich auch systematisch irgendwo anzuwenden. Weil nur wollen alleine reicht nicht, man muss die Dinge auch tun. Eine kleine Übung, eine Minute, was du empfehlen kannst, um reinzukommen, inneres Lächeln oder ein kleiner Hinweis, kann das jeder? Also das ist für mich eigentlich die Kunst, in jedem Moment eigentlich in sich zu sehen. Ja, also natürlich unterstützen Übungen dabei. Wie geht das, in jedem Moment zu sehen? Aber das ist manchmal so wie jetzt bei dir zum Beispiel. Ich gucke dir in die Augen und das ist für mich schon Yoga. Weil du jetzt mich in der Seele berührst. Ja, also es gibt Menschen, die berühren dich einfach. Die lernst du kennen, die haben irgendwie was Warmherziges und die berühren dich. Das ist dann für mich schon eine Art Meditation oder Yoga. Das kann aber auch eine Übung sein, ganz unterschiedlich. Das heißt, einfach in die Augen schauen und sich berühren und sich berühren lassen. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Also Leute, ich sag euch eins, schlaft nicht einfach nur miteinander, sondern berührt euch mal. Also das ist auch so ein Thema, wo ich sage, dieses Kontakt-Yoga zum Beispiel ist noch nicht so weit verbreitet. Aber das wird, und das will ich definitiv Paaren auch beibringen. Also wir bei Santulan haben ein ganzheitliches Konzept. Das heißt, wir lernen nicht nur Ayurveda, also ayurvedisch kochen und geben nicht nur Ghee-Produkte und Amla-Produkte, dass du dich besser konzentrieren kannst, dass die Augen besser werden, oder haben nicht nur sensationell toll tiefwirkende Öle, sondern wir sagen, das ist ein Bestandteil. Ja, dann ist Yoga ein Bestandteil, dann ist Meditation Bestandteil, heilende Musik vom Dr. Sri Balaji Tambe aus Indien. Und dann geht es noch weiter. Persönliche Entfaltung hat was zu tun mit Kommunikationsfähigkeiten. Wie kann ich mich wertschätzend mit anderen Personen unterhalten? Wie verschaffe ich mir Gehör, dass mir jemand zuhört? Bei mir ist es schon oft passiert, dass Frauen irgendetwas sagen und die werden überhört. Bei Männern passiert das Gleiche oft. Ja? Oder in einer Beziehung, man spricht so viel miteinander, nur die wesentlichen Worte fehlen. Ja? Und da wollen wir auch zum Beispiel hingehen. Ja? Dass wir sagen, Kommunikation, dann geht es eben in Beziehungen eben auch, sich zu berühren. Und zwar nicht nur, hallo, grüß dich, ja, dass man sich, jeder gibt sich die Hand und es bedeutet nichts, ja, aber dass ich da eine Verbindung aufnehme mit jemandem und eine Energie fließt, ja, und dass man auch aufpassen muss, welche Energien fließen. Weil es kann jetzt sein, dass ich habe jetzt eben erfahren, dass bestimmte Dosha-Typen, also ich bin ein Pitta-Typ, ja, wenn ich jetzt zu viel mit auch aufgeladenen Pitta-Typen zu tun hätte, kann das negativ auf mich Einwirkung haben. Oder beziehungsweise, wenn meine Balance nicht richtig justiert ist, ja, dann kann das sein, dass du einfach dein Schutzschild zerstörst. Ja? Und die Leute müssen einfach darauf achten, dass Energie überall fließt. Also ich höre mich das jetzt sagen, ich hätte vor einem Jahr gesagt, die spinnt, ja, die hat einen Vogel, die ist eine Esoterikerin, hat sowieso keine Ahnung vom Leben, die hat einen Vogel, die soll lieber ihr Om machen, dann ist schon gut. Aber es trifft wirklich mittlerweile jeden in dieser Gesellschaft, ob das der vielbeschäftigte Manager ist, der sowieso für nichts Zeit hat, oder eben jemand, der sich schon für Spirituelles seit langer Zeit interessiert. Also die Absicht Sekunde für Sekunde. Ja, ist das, was dich genau, einfach bewusst leben, einfach bewusst. Musik bewusst anhören. Ja. Ich gucke mir plötzlich Fernsehwerbung bewusster an. Ja. Es rauscht nicht einfach mir vorüber. Und ich weiß, dass es irgendwie einen BMW gibt, der irgendwo über irgendwelche Berge fährt, sondern ich gucke, in welcher Landschaft fährt denn dieses Auto jetzt gerade, das mir gezeigt wird? Also man lernt plötzlich, wenn man sich mit Alternativen im Leben beschäftigt, genauer hinzusehen und genauer hinzuhören auch.
Ja. Vielen Dank. Ja, ich danke schön, dass ich so viel Zeit bekommen habe. Ich kann mir vorstellen, dass deine Absicht ins Leben auch dich erfolgreich macht. Ne? Weil da spürt man einfach schon die Liebe. Ja, die ist groß, ja. Und die Lebensfreude einfach, die du hast. Das ist einfach ein Geschenk. Ja. Also gerne in GTV, reden wir später darüber. Ja, okay, danke, ja, prima. Wir danken. Ja, ich. Dankeschön. Okay. Wow. Wir haben immer...